Hallo Freunde der Nacht, heute mal wieder mit einem kurzen angespielt, ungefähr 30 bis 60 Minuten lang. Ich habe das Spiel auch selbst erst 5 Minuten circa gezockt. Ihr wisst ja, ich verfahre da immer so, um mich da nicht großartig spoilern zu lassen. Aber in den 5 Minuten konnte ich schon feststellen, das könnte vielleicht was für uns sein. Worum geht's hier? In Astro World der Demo-Version. Sollen einen Planeten kolonisieren, irgendwelche Ressourcen da abbauen. Und der Clou an dem Spiel ist einfach, dass es ja so eine Art Side-Scroll-Game ist, aber halt trotzdem Survival- und Strategie-Elemente haben soll. Also auf dem Ohren ist die Musik extrem laut, aber wenn ich hier in mein Aufnahmeprogramm schaue, geht's eigentlich. Nun gut, also wie gesagt, wir sollen hier den Planeten kolonisieren und Ressourcen abbauen. Wir dürfen gespannt sein. Ich bin auch gespannt. 5 Minuten angespielt. Es gibt's auch schon auf Deutsch. Ihr seht es ja. Und das Spiel soll 2023 rauskommen. Genaues steht noch nicht fest. Der Entwickler ist 3Block MLN, ebenso der Publisher 3Block. Wieso sage ich 3? 3. 3Block MLN. 3. 3Block MLN. Und es soll auch einen Online-Koop mit dabei sein. Im Moment ist der, glaube ich, noch nicht in dem Demo mit implementiert. Ihr seht das hier unten, ist das ausgegraut. Einstellungen, ja, ist auch relativ übersichtlich. Audio, Musik, Effekte. Und dann halt noch die Sprache, die man da einstellen kann. Tutorial lassen wir mal an, weil wir haben keinen Dunst von dem Game. Auf geht's. Sie führen eine Expedition an, um Astrium-Kristalle auf diesem Planeten abzubauen. Aber sie scheinen hier nicht willkommen zu sein. Charakterbewegungen mit A und D bewegen wir uns. Grafik finde ich eigentlich ganz nett. Mit Q können wir die Kamera noch ein bisschen bewegen. Raus und rein zoomen. Mit der mittleren Maustaste lassen Sie die Batterien auf den Boden fallen mit S oder Pfeiltaste nach unten. Und wie nehmen wir sie wieder auf? Ich glaube, einfach nur so drüber rennen war es. Ja, genau. Ich nehme das übrigens Ende März auf und werde es euch dann auch entweder Ende März hier oder Anfang April kredenzen auf dem Kanal. Mal gucken, ob ich denke, Ende März wird es noch werden. So, und viel weiter war ich jetzt auch noch nicht. Also ich habe das jetzt noch gemacht hier. Beauftrage ein Upgrade oder Gerät. Hier ebenso, das scheint da Waffen im Hintergrund zu sein. Dann kümmern wir uns doch erstmal um die Waffen hier, würde ich sagen. Also. Fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Und wie kriegen wir das jetzt da oben rein? Jetzt schon los. Ach so, wartet mal. Lange gedrückt halten, glaube ich. Da steht's doch. Eins, zwei, drei. Ja. S lange gedrückt halten. So war das. Kommt er jetzt zu uns, ja, der Kollege? Nö, der geht da rein. Und vor dem Rover können wir uns stellen, um Energie zu bekommen. Oh ja, schaut mal. Da bewegt sich der Rover. Aha, wir kommen jetzt gar nicht mehr zurück. Baue Mauern, um dich vor Monstern zu schützen. Aha. Eins, zwei, drei. Und da werden die Mauern gebaut. Das ist eher wie ein Zaun, Aber okay. Einige Flächen müssen vor dem Bau geräumt werden. Kostet ebenfalls 3 Energie. Dann brauchen wir anscheinend C4. Um das da wegzusprengen oder was? Wir kommen aber auch nicht wieder zurück.
Angekommene Astronauten können Arbeiter oder Militär werden. Verteidigen und erweitern sie ihre Basis. Den haben wir wiederbelebt sozusagen. Weiter raus getraue ich mir es nicht, Leute. Ah, schaut mal, jetzt ist das weg. Diese Tutorial-Zone. Lasst uns mal beim Rover noch ein bisschen Energie tanken. Ja, gib mal noch mehr Energie her. Du hast wohl keine Energie mehr. Geizhals, Rover. Waffen. Das klingt doch interessant. Ja und? Was nun? Das war's oder wie? Können wir uns die Waffe schnappen? Oh, ich verstehe. Der wird zum Militär. Wir müssen 3 Energie reinlegen und dann bekommen wir hier einen Militär, also einen Soldaten. Oh Gott, was ist das? Wieder was? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 Energie wird hier benötigt für irgendwas. Hier wird nur 2 Energie benötigt. Da kommt ein Mannequin. Der schnappt sich den Koffer. Nö, der geht da rein. Und wird zu den Blauen. Was machen die Blauen? Danke, Rover. Die Blauen chillen da hinten. Es gibt blaue, weiße und schwarze. Die schwarzen sind Soldaten. Die schwarzen Kolonisten. Hier müssen wir wahrscheinlich auch einen Zaun wieder errichten. Da drüben scheint es Ressourcen zu geben. Wir haben aber null Energie. Wo rennen die jetzt hin? Wir verfolgen die mal kurz. Ach, das sind Baumeister. Das sieht aber niedlich aus, wie der tanzt hier. Erinnert mich irgendwie an Star Wars. Also nicht der Tanz, sondern die Rüstung. Können wir auch schneller laufen? Nein, das geht leider nicht. Also jedenfalls nicht mit Shift. Hier brauchen wir einen Haufen Energie. Also wir haben links jetzt einen Soldaten stehen und rechts einen Soldaten stehen. Hallo Rover? Echt nur eine Energie? Da steht die Mauer jetzt. Bin mal gespannt, wann die ersten Gegner auftauchen. Also großartig können wir uns jetzt hier noch nicht ausbreiten, weil uns fehlt einfach Energie. Aber das ist ein Rover hier, oder? Eine Energie haben wir. Und was ist das jetzt für Zeug? Das müssen wir bestimmt abbauen. Das sind diese Kristalle. Wir werden aber erstmal den Rover hier wieder beleben. Wo macht denn der hin? Geh doch lieber zurück, Rover, wenn hier irgendwelche Gegner kommen. Wir setzen mal die 3 Energie ein. Aha, brauchen wir dann C4. Wo immer wir das herbekommen. Schaut mal, da ist noch ein Rover. Schwupps. Jetzt wird es dunkel und jetzt kommen die Gegner, oder? Und wir sind so weit weg, dass wir nicht mehr rechtzeitig zurückkommen. Ja, komm. Gib uns Energie, Rover. Du hast wohl keine. Oh Gott, das wird aber extrem dunkel. Dunkel.
Nee, ihr seht überhaupt nichts mehr, oder? Aber ich sehe auch nicht mehr viel. Aha. Danke, Herr Rover. Oha. Also das ist ja krass dunkel, Leute. Story dafür, aber kann ich nichts machen. Wir rennen mal zu unserer Basis zurück. Wir brauchen auch eine Menge an Energie. Hier glaube ich war es, wo wir dann die Basis erweitern können. Ja, man muss halt sich von den Rovern da immer ordentlich Energie geben lassen. Es ist mir aber ein bisschen zu dunkel, ehrlich gesagt, hier. Da können Sie mal noch ein bisschen was umändern. Gegner sind ja bis jetzt auch noch keine erschienen. Da ist ein Rover. Komm. Spuck die Energie aus. Ja, der hat ordentlich Energie gebunkert gehabt. Da draußen ist auch noch einer. Wie viel mal können wir denn eigentlich Energie tragen? Werden wir gleich sehen. 11 auf jeden Fall. Was war das für ein Geräusch? Kommen hier Gegner? Irgendwas schießt. Oh. Wo gibt's Stress? Der tanzt. Wahrscheinlich auf der anderen, auf der rechten Flanke werden wir angegriffen. Zwei Baumeister reicht erstmal aus. So viel bauen wir ja gar nicht. Jetzt wird es wieder hell. Na Gott sei Dank. Dann seht ihr auch wieder was. Tag 2. Rover, hallo, hast du nichts für uns? Nö. Hast du geschossen? Wir klappern erstmal die Rover ab. Also links waren wir ja gerade. Und jetzt hier rechts halt noch ein bisschen. Ein Baumeister. Hier, den Rover mal noch abklappern. Schaut mal, der hat uns auch noch mal dreimal gegeben. Hier investieren wir mal 5 Energie. Ups. Lange gedrückt halten, Sadum. Was entsteht da? Ja, wahrscheinlich irgendwas zum Abbauen. Kommen jetzt die Baumeister angerannt? Müssten sie eigentlich. Ja. Nicht schlecht. Und hier stand doch irgendwas mit Energie. Also, nee, mit C4, aber das ist, wie es scheint, auch schon vorbei. Wird auch irgendwas gebaut. Hier könnte man noch einen Soldaten rekrutieren. Hier brauchen wir Unmengen, 20. Rover? Hm? Gib uns ein bisschen Energie. Schau mal, so sieht das aus. Ha! Ach nö, der stöpselt das bloß in sich rein da. Aha, wenn der arbeitet oder irgendwas macht, dann gibt er uns nichts. Ist ganz schön, ja, Learning by Doing, sage ich mal hier. Aber es ist nicht schlecht. Investieren wir hier nochmal 3 Energie rein. C4, wie scheint, dauert das einen Tag, bis das dann alles explodiert. Das ist schon mit C4 versehen. Hier können wir einen Kolonisten dazu holen? Ja. Und da wird es wahrscheinlich auch wieder dunkel werden. Da ist ein Rover.
Den reaktivieren wir. Und dann ist wieder dunkel, Leute. Wie gesagt, ich kann nicht beruhigen. Ich sehe auch nichts. Also auch nicht viel mehr als ihr. Mein Männel, das leuchtet grün. Und dann ja, ein bisschen Scheinwerfer. Dass es hier außerhalb der Basis so dunkel ist, ist ja okay. Aber in der Basis könnte es ruhig ein bisschen heller sein. Oh, 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 oh. Habt ihr gesehen? Da kommen Gegner. Macht das Brett zu. Was ist denn das? Energie. Krass. Das sind Steine. Steinmonster. Oje, oje, oje. Aber bis jetzt halten wir ja Stand da. Der eine Soldat ballert ordentlich weg. So, ich bin tierisch gespannt, was das hier ist. Wir werden hier mal ein bisschen Energie reintun. Prova, jawohl. Aha, man muss alles mit einmal. Also 20 müssen wir jetzt sparen. 13 haben wir. Was ist denn das da oben? Seht ihr das? Und wo ist der Soldat? Ach, das ist der Soldat da im Hintergrund. Der hat sich ja eine Befestigung gebaut, einen Wachturm oder sowas in der Art. Kriegen wir den Kolonisten dazu. Was mir ein bisschen fehlt, ist vielleicht noch so eine Anzeige, wie viel, eine Übersicht, wie viele Kolonisten wir haben, wie viele Soldaten und so. Also im Moment ist ja noch übersichtlich. Zwei Baumeister, zwei Soldaten. Wir wollen aber sparen. Ah, hier wurde auch jetzt irgendwas fertig gebaut. Aha, also wir kommen von den Rovern Energie und hier von diesen Kristallen. Ich verstehe, wir haben jetzt 20 Energie zusammen. Da lasst uns mal zurückbewegen. Meine linke Hand schläft langsam ein. Man macht halt alles mit links. Die rechte Maustaste, die rechte Hand, mit der ja, kann man nichts machen. Da kann ich mir an den Kopf kratzen. Nein, Sahadum, jetzt hier nichts investieren und ja... Wir könnten uns jetzt noch weiter ausbreiten. Ich möchte aber erstmal die 20 Energie da reinballern. Nein, wir werden auch die Mauer nicht vergrößern. Vier freie Kolonisten haben wir. So, ich möchte wissen, was wir hier bekommen. Da ist mein Handgelenk eingeschlafen. Wow. Riesengroßes Upgrade. So, komm, lad ein. Und dann gibt die Energie fein raus hier. Thanks. Wir werden uns auch nach rechts erstmal erweitern. Weil wir dort ja diese Anlage gebaut haben. Ach, das muss repariert werden. Schaut mal. Das Tor ist eingedrückt. Aber hier drüben war noch irgendwo ein Rover. Genau, da ist er. Danke. Den holen wir uns noch. Dann heißt's ausbauen, was das Zeug hält. Aber erstmal auf der rechten Seite. Das sind hergelaufen. Ja. Vielleicht gibt es ja dann später Teleportationsmöglichkeiten oder meinetwegen Laufbänder, dass das schneller geht. Mein Handgelenk ist wirklich eingeschlafen, Leute. Ganz taubes Gefühl hier. Komm, Energie raus. Lad ein und dann gib uns die Energie raus.
Mehr hast du nicht gehabt. Da steht die Basis. Nicht schlecht. Handwerker, Soldaten, kein Dunst, was. Ach, Rover, oder? Sollen das Rover? Nee. Soldaten mit größeren Waffen? Das kann ich nicht identifizieren, was das sein soll. Rover, ja, komm. Sehr schön. Dann lasst uns mal. Vielleicht nicht gerade im Dunkeln, wenn die Gegner kommen, oder? Unsere Baumeister rausschicken. Ich höre schon das Geräusch. Hört es auch? Wie so ein Donnergrollen. Schieß. Au! Au! Wie jetzt? Und dann ist das Spiel zu Ende, oder was? Du bist gestorben. Eiskalt. Ihre Expedition endete mit einem Fehlschlag. So schnell konnte ich gar nicht lesen. Was stand noch da? Jetzt fangen wir von ganz von vorn wieder an? Ohne dass irgendwas fertig ist? Ich krieg die Motten. Echt alles weg, oder? Oh, ich aller Kacknoob, Mann. Ja. Die Verteidigungsanlagen, ich komme gleich komplett ins Kleckern hier. Die Verteidigungsanlagen sollten vielleicht ein bisschen besser ausgebaut werden. Aber wollten wir ja gerade machen. Dann wurde es dunkel, dann kommen die Viecher und werden sollen weiter zurückrennen. Naja, hätte, hätte, Fahrradkette. Sheet. Wir zocken noch ein bisschen, Leute. Das möchte ich jetzt ja wenigstens überbieten. Wie viele Tage haben wir überlebt? Nicht wirklich viel. Noch so ein Rover. Die Energie ist halt auch das Problem am Anfang. Dafür sind halt die Rover gut. Können wir hier rechts eine Verteidigungsanlage errichten? Ja, können wir. Ach, es muss erstmal weggesprengt werden. Dass wir am nächsten Tag dann hier eine Verteidigungsanlage errichten. Soweit kann man übrigens rauszoomen. Der Rover hat gerade zu tun. Wir schauen dem zu, wie der irgendwas einlädt. Da kommt ein Baumeister. Auf der rechten Flanke brauchen wir halt noch einen Soldaten. Danke, Rover. Ja, wir brauchen den Soldaten. Oder brauchen die unbedingt eine Mauer? Kann natürlich auch sein. Ja, wartet mal. Ganz ruhig, Sadu. Also, gönnen wir uns erstmal ein oder zwei Soldaten. Zwei, für jede Seite ein. Hat ja auch ein bisschen was von Rooklight dann hier, das Game. Man bekommt keine zweite Chance, sondern startet dann wieder von Beginn. Aber ist in Ordnung. So, weiter gehen wir jetzt aber nicht. Danke, Rover. Wir rekrutieren zwei Soldaten. Ist dann die nächste Frage, können die Soldaten auch drauf gehen? Bestimmt, oder? Und da kommt einer, ein Kolonist, geht sich umziehen
und kommt als Soldat raus. Jupp. Der nächste Soldat. Der müsste jetzt nach links gehen. Genau. Ja, wir müssen halt links wie auch rechts erstmal eine Mauer bauen. Wenigstens so eine einfache Mauer. Muss ja keine geupgradete Mauer sein. Und ich finde, wir sollten auch wenigstens zwei Baumeister haben. Eine Mauer? Aha, das ist nochmal ein Unterschied. Eine Mauer und ein Upgrade. Und ein Turm. Plus die Mauer erstmal bauen. Jetzt haben wir auf der rechten Flanke natürlich keine Mauer. Falls da die Steinmonster kommen, muss der Soldat das so regeln. Dann guckt mal, nachts bauen die Baumeister anscheinend gar nicht. Nö, da chillen die. Haben sie keinen Bock, sagen sie. Die tanzen lieber am. Na, Feuer ist es keins. Ja, an solchen Heizpilzen. Zwei freie Kolonisten haben wir noch. Er ist voll konzentriert jetzt hier. Aber die kommen ja. Hä? Jetzt kommt doch einer, ein Baumeister. Ich denke, er macht nichts nachts. Ich renne dann mal weg. Nicht, dass uns so ein Steinvieh wieder zerlegt. Und habt ihr das gesehen vor uns, wo wir draufgegangen sind? Je mehr Energie man drin hat, dann hat man anscheinend ein Schild. Wir sind ja nicht instant gestorben. Zuerst wurde uns die Energie abgezogen. Gehen wir mal kurz raus hier. Boah, erschreck uns doch nicht so. Ach, die Baumeister legen das C4. Aha. Seht ihr mal, haben wir es gesehen. Oh, man lernt immer wieder dazu. Aber die Mauer müsste auch nochmal bauen. Ich habe nur das Tor gebaut. Ihr Brizel. Komm. Genau. Oh, nur eins. Man muss halt hin und her rennen, weil die Rover bleiben dann stehen anscheinend, wenn die voll sind. Noch einen Kolonisten, den wir uns holen können. Hier können wir eine Mauer bauen. Vielleicht will ich auch zu viel, wisst ihr? Zu weit expandieren. Vielleicht sollte man erstmal Schritt für Schritt expandieren. Wenn jetzt hier Gegner ankommen, sind wir im Eimer.
Die Entfernungen sind halt riesengroß dann von unserer Hauptbasis zu den äußeren Gebieten. Wir werden Schritt für Schritt vorangehen. Danke. Na komm, Leute, wir zocken eine Stunde. Wir gehen Schritt für Schritt voran. Im Koop kann man das natürlich dann wunderbar machen. Der eine nimmt die linke Seite, der andere die rechte. Den Rover noch? Da wird es schon wieder dunkel, das ist ja auch krass. Das muss auch erstmal weggesprengt werden, krass. Wir gönnen uns mal noch einen dritten Baumeister. Wobei, wo rennt denn der andere Baumeister hin? Der chillt. Wozu bräuchten wir uns da noch? Wo soll man dann einen dritten holen? Das ist weggesprengt worden. Jetzt können wir hier diesen Wachturm, nenne ich es mal, hinbauen. Das Ganze werden wir auf der linken Seite jetzt auch machen. Energie abholen vom Rover, dann arbeitet er weiter. Wir haben das Tor repariert. Habt ihr gesehen? Das passiert dann instant. Ich hab Schiss. Wo ist denn eigentlich der Soldat hier? Ist der draufgegangen? Durch die Monstren? Anscheinend ja. Der Soldat ist weg. Auf der linken Flanke. Das muss einem doch gesagt werden. Tag 3. Welchen Tag sind wir draufgegangen? Ich weiß es nicht mehr. 4, 5? Ja, der geht nach links. Der scheint echt draufgegangen zu sein. Der arbeitet, der Rover, deswegen kann er uns nichts geben. Anscheinend arbeiten die ja nur tagsüber, weil die mit Solarenergie funktionieren, oder? Ja, sorry, lauf noch ein Stück. Fahr noch ein Stück. Da hat er zu tun. Das Tor können wir reparieren, aber es kostet auch wieder 3. Ah, ich bin so geizig. Warum ist noch ein Kolonisten? Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn brauchen wir hier. Ich schätze mal, das ist ein Rover, oder? Brauchen wir 5, um auch noch irgendwas zu machen? Das Tor reparieren wir jetzt nicht.
Ja, wir müssen halt wieder auf 20 gehen, um die Basis jetzt generell abzugraden. Dann laufen wir wieder Gefahr, dass die Steinmonster uns zerkloppen. Wir gönnen dir erstmal hier einen Wachturm, nicht dass du auch wieder drauf gehst. Die Rover werden wahrscheinlich verschont von den Monstern. Zeitanzeige wäre auch schön, damit man weiß, wann man wieder zurücklaufen sollte. Denn es wird dunkel. Wir reaktivieren den Rover und rennen, was das Zeug hält. Ich hoffe, es kommen keine Monster. Gerade 11 Energie, das ist halt nix. 10 Energie. Ist halt noch weniger. Wir müssen halt sowas hier aktivieren. Da wird man auch nochmal Energie bekommen. Kann es sein, dass die Karte jedes Mal anders ist? Ich gehe jetzt hier nicht nachts raus. Weil wir hatten doch vor uns auf der rechten Seite sowas gebaut, wisst ihr? Wo wir auch nochmal diese Kristalle wahrscheinlich da abbauen konnten, stationär. Aber jetzt ist das auf der linken Seite, wenn ich das richtig gesehen habe. Hast du was? Ach nee, die machen ja dann nachts nichts. Ach nee, doch, der arbeitet. Schaut mal. Nur das dauert noch länger, oder? Also ohnehin schon. Komm, gib uns Energie. Wir sind energiehungrig. Eins. Das bufft und kracht. Oh. Das Tor ist komplett zerstört. Aber es wird Tag. Tag 4. Und seht ihr, hier haben wir so ein Kristall Lagerstätte. Bau das mal. Dann heißt's hier links eine Mauer bauen. Genau. Gönnen wir uns den noch. Der Rover links ist bestimmt voll. War da auch ein Rover oder nicht? Ich hatte gedacht, wir haben hier noch ein Rover. Was ist denn das jetzt? Ein Sturm? Ja, da sieht man auch wieder so gut wie nix. Aber ansonsten scheint es keine Auswirkung zu haben. Nur, dass man halt nichts sieht. Schneesturm. Kalter Planet anscheinend, ja. Sicht des Zero Zero. Ach, hier die Energie. Ja, sehr gut. Wow, sieht man das schlecht. Alles extrem weiß. Wie jetzt? Was? Achso, das war das C4. Die haben da gesprengt. Kommt jetzt hier eine Mauer hin. Ich bin gespannt, ob die Soldaten dann automatisch immer an die äußerste Stelle vorrücken, wenn die Mauer dann fertig gebaut ist.
Oder ob die dann an ihrer angestammten Platz stehen bleiben. Das Tor reparieren wir mal noch nicht. Jetzt hört's auf. Der hässliche Schneesturm. Hast du ein bisschen was für uns? Na komm, eins wenigstens. Eine Energie. Zwei Energie. Komm, bitte zwei Energie. Ach, nur eine Energie. Und das wird schon wieder. Ah, sorry, ich musste niesen. Hoffe, ich konnte mich rechtzeitig muten. Da wird es auch schon wieder Nacht, ey. Oh. Bau das Teil jetzt. Fertig. Ich will wissen, ob der Soldat da seine Stellung nach links verlagert. Nö, der hält seine Stellung, der bleibt da. Müssen wir noch einen Soldaten rekrutieren? Komm, beeil dich, spuck die Energie aus. Ein Soldat noch. Alter. Sind die durch die erste Absperrung durch? Ich würde mal interessieren. Zerstören die dann die Gebäude hier? Nö, die gehen nicht drauf. Die suchen. Ah, die ignorieren die. Aber das Tor hier ist zerstört. Ja. Alles klar. Gut zu wissen. Bedeutet, die suchen gezielt uns. Die wollen uns ans Leder. Danke. Jetzt holen wir uns einen Soldaten. Der müsste, ich würde sagen, nach links gehen. An die vorderste Front auf der linken Seite. Die Reparatur finde ich extrem teuer von denen. Also 3 Energie für so ein publisches Tor. Mann, Mann, Mann. Ja, klasse. Funktioniert ja. Der läuft nach rechts. Warum läufst du denn nach rechts? Wir wollen jetzt das Upgrade haben. Das heißt 20 Energie raus. Ich glaube, da war ein Soldat dann preiswerter. Da kamen nur 2 Energie, wenn ich es richtig gesehen habe vorhin. Also wir sind die Ziele und die Soldaten anscheinend, weil der Soldat links war ja dann auch weg gewesen. Und Wirtschaftsgebäude scheinen die Gegner da auch nicht anzugreifen, sondern nur Verteidigungsgebäude. Da habt ihr zu tun. Ist hier noch ein bisschen was fertig geworden? Oder wird hier dann überhaupt was produziert? Nö. Man bekommt einmalig 5 und das war's oder was? Euer Ernst?
Vielleicht müssen wir ja auch hier Leute einstellen. Das kann auch sein. Dass die dann hier erst dran arbeiten. Der Soldat. Ah, hier hatten wir gar keinen Soldaten. Wir müssen unbedingt einen Soldaten rekrutieren, ey. Wenn die links durchbrechen, war's das. Dann erreichen die uns auf jeden Fall. Ja, oder wir behalten uns halt bei der Basis da auf. Oh, was ist denn das da? Seht ihr das? Irgendwas in Rot? Demozone, aha. Weiter geht die Demo hier nicht. Da endet die Demo. Rennen, 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 rennen. Da hat es kurz geruckelt. Bin mal gespannt, ob sie die Basis schon errichtet haben, die Baumeister, die faulen Säcke. Ja, wir müssen ja bestimmte Kolonisten uns holen. Und da kommen Gegner. Renn einfach. Sahadum, ich will nicht drauf gehen. Oh nö. Da sind welche durchgekommen. Ach komm schon. Im Tod sind wir. Oh! Ja, die Basis ist errichtet worden. Ach komm schon. Scheibenkleister. Du bist gestorben. Oh! Ich hasse. Es ist einfach zu gierig gewesen. Ich wollte halt unbedingt die Basis wieder haben. Jetzt geht's wieder von vorn los. Ja, kannst du vergessen. Alle guten Dinge sind drei? Nee. Nochmal anfangen. Tun wir nicht, Leute. Wäre Quatsch. Ja, ihr habt das Spiel gesehen. Ist ganz lustig. Ich war zu gierig, wie immer halt. Wäre schön, wenn es eine Zeitanzeige gibt, dass man halt sieht, ja, es wird dunkel, die Gegner kommen, man sollte vielleicht in der Basis sein. Aber okay. War trotzdem natürlich mein Fehler und ja, einfach zu gierig gewesen, so wie immer. Aber okay. Ende im Gelände. Spiel ist nett. Es ist ja noch ein Demo. Viel kann sich noch ändern. Für so zwischendurch und im Koop bestimmt ganz witzig. Schreibt mal rein, wie es euch gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns in einer der nächsten Angespielt oder einer der Let's Plays wieder. Bis dahin, bye bye, euer Sadu.